kleines Update Mitte Juli bei den richtig regnerischen Tagen. Zeige ich euch jetzt einfach mal, was alles so im Garten wächst und gedeiht. Ist jetzt an dem jetzigen Standpunkt schon etwas größer, aber das werde ich dann nochmal in einzelnen Stellen sagen, falls sich da jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme etwas geändert hat. Hier ganz schön die Sonnenblumen und die Brunnen, die auch schon bis ganz nach oben ans Spalier wachsen dürfen, und da durfte ich auch schon die ersten Brunnen ernten. Und ja, das ist dann auch sehr interessant zu sehen, wie die Holzbiene zum Beispiel die Brunnen bestäubt. Hier jetzt die Gurken, die richtig schön hoch wachsen, die sind auch schon an der Decke, durfte ich auch schon die ersten Früchtchen ernten. Die ersten Gurken ist wirklich ein Traum und sehr schmackhaft, genauso wie die Melonen, die jetzt auch schon viel weiter gerankt sind. Wie gesagt, das ist jetzt 2 Wochen her, als ich das jetzt hier aufgenommen habe. Und ja, die Melonen dürfen da richtig schön gut heranwachsen. Hier die kleine wilde Ecke, wo 2 Zucchini-Pflanzen von den anderen Pflanzen überwuchert werden. Tatarischer Buchweizen, Phacelia und Beinwell wachsen hier so ein bisschen herum. Aber dennoch gibt es immer noch ein paar Zucchinis, die ich ernten darf. Hier genauso, da lasse ich mal ein bisschen die Möhren in die Blüte gehen. Lockt enorm viele Schwebfliegen an, habe ich aber jetzt schon alles wieder weggemacht, damit die Zucchinis ein bisschen mehr Licht bekommen. Und hier an der Stelle habe ich da auch jetzt den Salat ausblühen lassen und neue Kulturen reingesetzt, wie zum Beispiel Buschbohnen. Hier auch wieder Pflücksalat in die Blüte lasse ich dann gehen, damit ich wieder neue Samen habe. Der ist hier auch wild aufgegangen, das mache ich sehr gerne. Und sonst hier auch die erste handgroße Zwiebel, zeige ich euch dann später bei der Ernte, was ich dann noch alles ernten durfte. Hier die dicken Bohnen, habe ich jetzt Melonen mit reingesetzt. Die Gläser dienen einfach dazu, dass die Schnecken das mir nicht alles so schnell wegfressen, damit die halt gut heranwachsen können. Die Gurken, die wachsen jetzt auch schon um das Hochbeet komplett herum. Und die dicken Bohnen, von denen nehme ich mir jetzt einfach Samen, weil das Saatgut da doch recht, ja, kostenintensiver ist. Und hier die Zucchini am Komposthaufen, die ist jetzt auch schon leider überwuchert von diesem Kürbis nebenan. Der gibt jetzt richtig Gas die letzten Wochen bei dem Regen und bei dem Kompost. Trotzdem, an der Kompostdecke darf ich dennoch einige Zucchinis ernten. Das ist jetzt so eine weiß-grün gestreift, das ist so eine helle Zucchini, die ist recht süß, die wird auch gerne in Italien angebaut. Und das ist jetzt die Monster-Zucchini bei meinem 2 Meter hohen Kompost. Der gibt richtig Gas und gibt mir richtig schöne Zucchini-Ernten. Und hier jetzt im Tunnel geht der Mahngold zwischen den Paprika wild auf. Ernte ich auch immer Stück für Stück, damit die Mahngold die Paprika nicht zu sehr, ja, verdecken. Hier habe ich jetzt, weil ich mal austasten wollte, damit ich Bienen in den Tunnel reinlocke, habe ich Borage mit reingesetzt. War vielleicht keine so gute Idee, der wuchert ziemlich stark rum, aber die Bienen mögen es sehr. Die Gurken hier im Tunnel, denen geht es auch richtig gut. Muss ich nur ab und zu mal schauen wegen den Tautropfen, dass da jetzt kein Mehltau entsteht bei den kühlen Wettern. Da halte ich immer ein Auge offen. Da kann man zum Beispiel Natron spritzen und hier auch wieder nochmal ein bisschen der Borage und eine schöne Biene beobachten. Hier nochmal in der Nahaufnahme eine nette Biene, die sich am Borage erfreut, und die Blüten gefallen mir wirklich sehr vom Borage. Also eine wirklich schöne dauerblühende Pflanze für die Bienen. Hier hinten, das ist jetzt Sonnenblumen, die auch wild aufgegangen sind, die sind jetzt so groß wie der Tunnel. Die habe ich einfach wegen der Gründüngung drin gelassen. Und jetzt hier die Tomaten an dem Standpunkt. Durfte ich leider feststellen, dass ich ein paar Braunfäule habe. Fälle, die habe ich immer die Blätter ein bisschen abgezupft, luftiger gehalten. Aber sonst durfte ich auch schon die ersten Tomaten ernten. Und das hier ist jetzt ein Fenchel, der in die Blüte geht. Den habe ich jetzt auch einfach gelassen, damit einfach mehr Bienen in die Bestäubung kommen. Hier habe ich von meinem Freund Zuckermais bekommen. Der hatte mal zum ersten Mal im Verkauf. Dachte mir, ja gut, dann nehme ich ihn mal mit und nutze ihn als Rank. Hilfe für Gurken, die habt ihr auch mal noch mit reingesetzt. Und das ist jetzt die Süßkartoffel, die auch langsam anfängt, über den Kübel hinaus zu wachsen. Das ist jetzt ein neues Wässerungssystem, was mein Vater sich einfallen lassen hat. Da müssen wir jetzt nicht immer mit dem Schlauch hin und her ziehen. Wir können dann einfach einen extra Schlauch alle 2 Meter einstecken und so mit der Pumpe Wasser durch den Tunnel
oder in den Tunnel reinbringen. Hier jetzt noch ein bisschen Auberginen und Salat, die ich dazwischen reingesetzt habe. Und das ist jetzt die Melonen. Und wie gesagt, zum jetzigen Standpunkt haben die Melonen hier auch alles zugewuchert. Da gibt es auch schon die ersten Früchte. Das ist nämlich hier. Das ist die Sorte Olivin. Ist eine recht frühe Sorte und richtig schöne Honigmelone. Dann jetzt hier noch am Blühstreifen. Das ist das Johanneskreuzkraut. Ja, mir ist jetzt erst jetzt bekannt geworden, dass es etwas giftig ist. Aber wie gesagt, das ist eine Wildblumenwiese. Ich mache kein Heu draus. Daher lasse ich die jetzt einfach blühen. Und hier im Blühstreifen ja, tun sich auch sehr viele Bienen. Richtig viele Blütenvielfalt, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, eine Wildblumenwiese anzulegen und einfach ja, was für die Bienen zu tun. Ich durfte auch die letzten Tage neben diesen super Schwebfliegen auch zwei weitere Wildbienen entdecken. Eine ist eine weiße Biene, die auch eine Größe von einer Honigbiene hat, und eine ja, gelb-weiße, die sind recht interessant. Hier auch über Kleingetierchen, ich denke, das war jetzt eine Marienkäferlarve. Und hier lassen den Zwiebel auch in die Blüte gehen. Da sind auch so viele Fliegen und Bienen. Das kann man auch einfach machen, um sein eigenes Saatgut zu gewinnen. Und da tummeln sie sich auch sehr gern. Hier an der Wildblumenwiese bei der Garage bei meinen Eltern, da wächst die Traube richtig stark heran. Die hat jetzt so viele Früchte und wuchert so richtig stark. Das ist mir noch gar nicht bekannt. Das hier ist jetzt beim Vorgarten der Lavendel, der richtig blüht. Das weiß ich nicht, wie das Insekt heißt, aber ich nenne es Kolibri-Insekt, weil es so richtig schnell ist wie ein Kolibri und auch so diesen Rüssel hat. Und das ist jetzt einfach dieser Lavendelparadies, in dem sich die Bienen, Hummeln und Wildbienen gerne tummeln. Ich weiß gar nicht, wie mein Vater das gemacht hat, den haben wir vor 10 Jahren gesetzt, und es ist so ein richtig großer Busch, was ich noch nie gesehen habe, und ich freue mich jedes Jahr über den Lavendel, der dann die ganzen Bienchen anlockt. Hier jetzt auch nochmal, das ist Koriander, der mir in die Blüte gegangen ist vor dem Tunnel. Habe ich jetzt auch einfach gelassen. Auch wenn ich jetzt noch kein Koriander ernten durfte, aber die Schwebfliegen und anderen Insekten gefällt es richtig gut. Und dieses Insekt hier auf der Feige, weiß ich nicht, was genau das ist, oder der Käfer. Ich habe ihn einfach mal aufgenommen. So, und jetzt kommen wir mal zu den ersten Ernten. Im Juni bzw. im Juli durfte ich auch schon die ersten Himbeeren ernten. Die wird dann später nochmal Früchte tragen. Hier ein kleiner Teller voller Erdbeeren aus dem Garten. Dann die Walderdbeeren, die mein Vater im Vorgarten reingepflanzt hat, und die Himbeeren. Und sonst gab es auch schon die ersten Maulbeeren. Das ist jetzt eine schwarz-rote Maulbeere im Schrebergarten. Und dann durfte ich auch noch vom Baum nebenan, der ein bisschen wuchskräftiger ist, auch weiße Maulbeeren ernten. Und das sind wirklich, die sind richtig süß. Also jeder, der ja, sich einen Maulbeerbaum in den Garten pflanzen kann, der soll das unbedingt machen, weil die sind richtig süß und lecker. Muss man nur aufpassen, wenn sie reif sind, dann fallen sie einfach vom Baum runter. So, jetzt kommen wir zu den weiteren Ernten wie Knoblauch. Das ist jetzt auch gut die Zeit. Das ist jetzt auch hier noch eine Zwiebel, die ihr auch am Anfang sehen konntet, die ist schon recht groß, so ein ja, großen Faustling. Und hier nochmal der Knoblauch von meiner Tante aus Kaliningrad, das ist jetzt ungefähr ein Viertel der Ernte. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Menschen auf mich aufmerksam werden und das Projekt stetig weiter wachsen darf. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress im Garten wegen der ganzen Feuchtigkeit und etwa ja, dem Sommerausfall. Passiert einfach mal, und ich hoffe, ihr habt trotzdem noch wunderbare und schöne Momente und Ernten. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.